Jackie Benny Arklöf wurde 1973 in Liberia geboren. Bekannt wurde er als der Schwarze Teufel. Sein Vater war deutscher Staatsangehöriger. Im Alter von 3 Jahren wurde er von einem schwedischen Ehepaar adoptiert, weshalb er von da an in einem schwedischen Dorf aufwuchs. Er sagte später aus, seine Adoptiveltern hätten ihn körperlich bestraft. Zudem habe er sich auch als Erwachsener nicht einfügen können, da er seit jeher gemobbt worden sei. In seiner Jugend entwickelte er ein starkes Interesse am Nationalsozialismus und am Zweiten Weltkrieg. Mit 19 Jahren sah er sich als überzeugter Neonazi und trat zunächst der französischen Fremdenlegion bei, verließ diese aber bald wieder. Auf kroatischer Seite trat er als Söldner in den Jugoslawienkrieg ein und schloss sich einer Neo-Ustascha-Einheit an, einer ultranationalistischen, gewalttätigen Gruppe. Als Teil dieser Gruppe beging er zahlreiche Verbrechen gegen Zivilisten. Ein schwedischer Journalist schrieb ein Buch über Arklöf, Den schwarzen Narzissten, der schwarze Nazi. Arklöfs Kriegstagebuch soll voller Hakenkreuze gewesen sein. Er wurde kurz vor Kriegsende verhaftet, wegen schwerer Kriegsverbrechen, darunter vor allem Vergewaltigungen und Folter gegenüber Frauen und Mädchen, nur zu einer 3-jährigen Haftstrafe verurteilt. Es waren seine Opfer, die ihn aufgrund seiner Hautfarbe und seiner schwarzen Uniform den schwarzen Teufel nannten. Nach einem Jahr Haft kam es zu einem Gefangenenaustausch und Arklöf kam zurück nach Schweden. Aus Mangels an Beweisen wurde er seiner Verbrechen jedoch freigesprochen. Nach seiner Entlassung trat er einer militaristischen, nationalistischen Gruppe bei. Seine Kriegserfahrung brachte ihm dort viel Respekt ein. Am 28. Mai 1999 überfielen Arklöf und 2 weitere Neonazis eine Bank. Sie konnten einen Polizisten, der die Verfolgung ihres Fluchtfahrzeugs aufgenommen hatte, unter anderem mit 2 Handgranaten entwischen. Der Mann kam allerdings unverletzt davon. 2 weitere Polizisten, die ebenfalls hinter den 3 her waren, wurden jedoch mit den eigenen Waffen erschossen. Die Bande konnte allerdings verhaftet werden. Alle 3 wurden zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Arklöf gestand erst später, die Polizisten ermordet und Kriegsverbrechen in Bosnien begangen zu haben. Im Jahr 2004 wurden wieder Ermittlungen der Kriegsverbrechen aufgenommen und Zeugen befragt. Am 18. Dezember 2006 wurde Jackie Arklöf der unrechtmäßigen Inhaftierung, Folter und Körperverletzung von 11 bosnisch-muslimischen Kriegsgefangenen und Zivilisten sowie der ethnischen Säuberung, Plünderung und willkürlichen Inhaftierung von Menschen für schuldig befunden. Er wurde dazu verurteilt, ein hohes Schmerzensgeld an die Opfer zu zahlen. Eine lebenslange Haftstrafe hatte er ja bereits abzuleisten. Im Oktober 2010 beantragte er, die Haftstrafe auf eine zeitlich begrenzte zu verringern, was man allerdings ablehnte. Jackie Benny Arklöf wird voraussichtlich den Rest seines Lebens in Haft verbringen. Das wahre Ausmaß seiner Kriegsverbrechen an bosnischen Muslimen wird wohl nie zur Gänze aufgedeckt werden können.